Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fall Guys. Wir schauen mal in die Spielauswahl rein. Es gibt immer noch Creator und Liste 4, aber weggehexte Schwerkraft. Einer der besten Spielmodi überhaupt. Das ist richtig geil. Damit fangen wir auch gleich an, würde ich sagen. Abfahrt. Runde 1 von weggehexte Schwerkraft. Batterie fast leer. Damit müssen wir aber noch auskommen. Hä? Wieso ist die einfach weg gewesen? Nein, ich fall... Echt so viele runter. So ein Mist. Wo will er denn hin? Der ist komplett runtergesprungen. Und es leckt ein bisschen, glaube ich. Verbindungsabbruch. Ich glaube, es hackt. Und es geht auch schon weiter. Also neue Runde eben wirklich durch... Oh Mist. Durch Verbindungsabbruch irgendwie raus. Keine Ahnung, was das soll. Jetzt auch schon wieder einer von fünf draußen. Mal sehen, was das für uns heißt. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal dabei. Da drüben ist noch ordentlich was frei. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Gehen wir noch hier rüber. Den können wir auch noch mitnehmen. Ja, wusste ich doch. Da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Jawohl. Und jetzt geht es nämlich weiter. Hier lang. Jetzt nehmen wir hier schön nochmal die Fläche mit. Aber eigentlich dürfte es eh nicht so schwierig sein, jetzt hier die ersten fünf, die rausfliegen, zu überleben. Es sind ja auch schon zwei draußen. Fehlt ja nur noch einer. Nein. Oh mein Gott, ich bin von ganz oben einfach runtergefallen. Das kann nicht wahr sein. Wir gehen in die nächste Runde nochmal. Und wir probieren es jetzt nochmal. Es kann nicht sein. Es verletzt meine Ehre, dass wir eben verloren haben. Also eben in der ersten Runde ausgeschieden sind. Jetzt liegt er hier schon wieder rum, der Junge. Und wir sind schon auf hellblau. Das ist ja eine totale Sauerei. Ja, und jetzt müssen sogar nur vier rausfliegen. Das müsste ja eigentlich easy machbar sein. Also bitte. Komm, also einer ist schon draußen. Jetzt müssen noch drei andere runterfallen. Und ich muss einfach überleben. Das müsste auch möglich sein. Oh oh. Ja, nehmen wir Orange mit. Nicht, dass irgendwas anbrennt. Später dann, wenn es ernst wird, können wir so riskante... Jumps machen. Jetzt gerade machen wir noch ganz locker. Alles locker, flocker hier. Einer muss noch raus, dann sind wir in Runde 2. Das wäre natürlich schmackhaft und wir sind qualifiziert. Und Runde 2 startet. Es müssen wieder vier Leute ausscheiden. Und hey, da steht doch, dass einer ausgeschieden ist. Warum zählt der nicht hoch? Was ist das denn? Oder ist das der letzte aus der vorherigen Runde gewesen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt der erste raus. Das ist schon mal super. Und da links ist noch ganz viel Platz. Das können wir ganz entspannt mitnehmen. Ja gut, die nehmen das eher mit. Ich stehe da so daneben. Und es leckt schon wieder, oder? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall gehen wir runter auf Lila hier. Violett, keine Ahnung. Es ist immer nur noch einer rausgeflogen. Und hier oben, ich glaube, ich bin unter den Höchsten und wir sind zu dritt. Komm, lass uns auf. Ach man, lass uns doch auf 1 hüpfen zusammen. Dann können wir viel länger überleben. Oh, da unten ist schon alles richtig leer geräubert. Und die sind schon auf dem Vorletzten, da die meisten. Die anderen probieren sich irgendwie noch hier rumzuschlagen. Jetzt sind wir noch zu zweit auf Lila. Die anderen fallen immer weiter runter. Auf Orange sind noch auch noch zwei. Der eine ist direkt runter auf Blau gefallen. Der Ärmste. Ja.
Genau, das war mein Ziel, dass ich den noch kriege. Ich habe auch aus Versehen den anderen noch mitgenommen gehabt. Okay, es sind schon zwei raus und ich habe hier auf Orange noch massig Platz. Drei raus, einer noch raus und dann haben wir's. Ich weiß gar nicht, kommt dann schon Finale? Ich glaube sogar, ne? Das wird dann natürlich knapp. Und komm, einer noch. Einer muss noch fliegen. Und qualifiziert. Und jetzt sind wir im Finale angekommen und ich habe eben bemerkt, dass die Runden davor die ganze Zeit der Ton aus war. Ich weiß nicht, ob schon vor Spielabsturz oder erst Verbindungsabbruch oder erst danach. Habe ich nicht darauf geachtet. Jetzt ist aber an. Da tut mir natürlich leid, aber kann ich jetzt auch nicht mehr verhindern. Ach, ja, nice. Verbindungsabbruch. Ist das cool. Im Finale. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Es nervt ja. Zweimal mit dem Verbindungsabbruch raus. Und einmal, weil ich instant, na, das war nicht instant, aber einmal so alle Ebenen durch runtergefallen bin. Hier muss ich mich eigentlich noch gar nicht anstrengen, lange oben zu bleiben. Hier kann ich einfach ein bisschen chillen. Müssen nur drei Leute rausfliegen. Ja gut, nachher passiert dann wieder das aus der zweiten Runde war es, glaube ich, ne? Erste Runde haben wir nur 2 Sekunden gespielt, glaube ich. Jetzt dreimal, glaube ich, gesagt in den letzten Minute. Zwei schon raus. Ich aber dafür, dass ich eben die ganze Zeit gerannt bin, noch ganz schön weit oben. Also die anderen haben irgendwie gar nicht so doll geschwitzt. Oh, ich bin halt in der Bot-Lobby, ne? Oh, das war wär fast noch mein Untergang gewesen. Und Runde 2. Hoffentlich können wir die auch überstehen. Sind ja eigentlich wieder nur 4, ne? Okay, ich bin mit am höchsten gesprungen, aber bringt einem letztendlich auch nichts, wenn man einen Fehler macht und dann runterfällt. Ja, und war auch schon nur auf Blau. Eben die Taktik war gar nicht schlecht, fällt mir so auf. Blau hier so ein bisschen rumlaufen, das schnell verkleinern, dass mehr Leute direkt runterfallen und ich habe dann jetzt noch die Kontrolle, hier so ein bisschen entspannt zu springen. Spring ich hier schön rüber. Die können schön runterfallen, wenn sie Bock haben. Machen sie aber nicht. Nee, was mache ich denn hier? Ist das dumm? Es müssen immer noch 3 rausfliegen. Zwei nur noch und der hat eine Top-Frisur hier. Und jetzt habe ich hier erstmal meine 5 hier noch zum Sprengen. Jetzt nur 3. Dann kann ich darüber jumpen, wenn ich nicht mich blöd anstelle. Und dann habe ich noch richtig Zeit. Ja, guck mal, wie einfach. Ganz easy peasy. Nee, 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 was mache ich? Nein. Oh, fast schon wieder einfach runtergeplumpst. Ich wäre da wirklich ins Nichts gefallen, ne? Muss noch einer rausfliegen hier auf entspannt. Er kann hier halt easy rüber jumpen, ne? So. Unter mir sind schon. Ja, sind viele unter mir gewesen. Jetzt sind wir im Finale. Und jetzt sind wir's. Im Finale. Hoffentlich macht uns jetzt nicht wieder das ja, für die Verbindungsprobleme einen Strich durch die Rechnung. Das wäre richtig ärgerlich. Aber ja, wir können nur hoffen, ne? Also, geben wir weiter Gas. Alle noch drin. Keiner hat bisher die lila Plattform berührt. Oh, ich hätte gar nicht so schnell wegmachen müssen. Jetzt habe ich bin ich genauso wie diese schlechten Spieler hier auf einer Ebene. Ja, ich habe mir meine Taktik nicht weitergemacht. Einen runter. Also eigentlich muss man einen runter als die ganze Masse. Und da alles. Nein.
Nein, 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 nein. Oh mein Gott, jetzt habe ich's doch, wie ich's wollte. Ein runter ist die ganze Masse, nur es waren irgendwie fünf runter. Ach Mann, oh. Ach Mann, oh. Ach Mann, oh. Sieben Leute müssen ausscheiden, bevor ich hier gewinne. Und bisher, sind wir mal ehrlich, sieht es nicht danach aus. Ich bin so weit unten. Er hatte alles unter Kontrolle auf der anderen Seite. Ich mache hier ganz entspannt. Sollen die anderen Leute mal rüber zu ihm kommen? Er will jetzt rüber, oder? Ne. Man könnte den Sprung wahrscheinlich sogar schaffen, ne? Guck, jetzt fallen die alle schön an mir vorbei auf Gelb. Hoffentlich fällt bei ihm dann noch einer runter. Weil wenn man ein guter Spieler ist, guckt man ja auch mal eine Ebene nach unten. Aber über mir, jetzt sehe ich sehe gerade drei andere, also sind wir zu viert. Es gibt acht. Das heißt, vier weitere sind nach oben. Okay, schaffe ich den Sprung? Ja, easy. Das ist ja viel zu einfach. Und jetzt müssen noch mittlerweile von oben auch wieder mehr runterfallen. Ich sehe über mir auch gar keine Fläche mehr. Okay. Jetzt langsam müssen wir mehr Leute sein. Und es will keiner ganz runter. Oh, da ist der erste ganz unten. Wir werden sehen, was passiert. Oh, der zweite ganz unten. Das ist gut für mich. Den kriege ich aber, ist mir zu riskant. Den würde ich kriegen, meine ich damit natürlich. Ich kriege ihn nicht, weil ich es nicht mache. Okay, jetzt wird's hart. Jetzt müssen wir aufpassen. Erster ist raus. Oh, es war so ein dummer Sprung eigentlich. Zum Glück geht der nochmal gut. Jetzt sind die alle von hier abgehauen. Von da, wo ich kam, sind die alle abgehauen jetzt. Weil ich auch rübergegangen bin. Ist das dumm. Okay, zwei Leute raus. Was müssen wir dafür tun? Das war dumm, was ich jetzt gemacht habe. Oh mein Gott. Nein. Schade. Leider nicht gewonnen. GG. Jetzt gehen wir noch in die Creator-Listen. Und dann schauen wir mal, ne? Runde 1 von den Creator-Runden. Von der Creator-Listen-Runde 4. Diesen Modus haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Daran erinnere ich mich. Schieß. Los. Ah. Wollte ich den wegschieben? Ja, nice. Die Verbindungsabbrüche ballern wieder. Er rennt die Wand hoch. Wir probieren das Ganze nochmal. Wir starten zufälligerweise auch mit der gleichen Show, mit der gleichen Runde. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken, was das soll hier. Das, die ganzen Verbindungsabbrüche unten ist schon wieder das Zeichen. Also bitte. Komm, hau mich hoch. Jawohl. Hier oben hin. Und dann sind wir auch. Oh ne, ich dachte, da vorne wäre schon das Ziel. Aber es dauert noch ein bisschen. Wie soll man da links hochkommen? Kann man da lang? Ich weiß es nicht. Hä, warum rutscht er nicht mehr? Och man. Jetzt sind die ersten schon im Ziel. Und ich auch. Und wir starten in Runde 2 rein. Das wird hoffentlich genauso schön. Wir gehen mal oben lang. Ach so, nee, das ist ja. Nee, das ist dumm. Man ist unten viel schneller. Also man kann da oben zwar noch den Springdings machen, aber ich finde, oben ist schwieriger und man ist langsamer. Habe ich so das Gefühl. Oh mein Gott, nein! Ich habe vergessen. Man muss oben, hätte oben lang gemusst. Also, obwohl hier unten geht das ganz schön flott. Wahrscheinlich ist man hier unten schneller jetzt.
Okay. Komm mal langsam. Ey. Was macht er denn für einen Backflip? Oh ja. Jawohl. So. Sind wir schon gut dabei? Jetzt müssen wir uns nur nicht hier umhauen lassen. Das wäre nicht so schön. Oh oh. Ja, es war eine Abkürzung. Top. Jetzt sind wir im Ziel. Und nächste Runde. Windmill irgendwas. Road oder so heißt das. Das ist natürlich spaßig. Oh oh. Vorne ist man viel langsamer. Okay. Wir sind dritter Stand jetzt. Aber es leckt natürlich auch. Okay, wo ist der andere hin? Warten wir eine Umdrehung. Hüpfen hier rüber. Und jetzt geht's auch schon weiter. Und hops. Da müssen wir auch nochmal warten. Okay, da sind wir im Ziel. Und das. Ah ne, was? Das ist gar nicht das Ziel. Ich dachte, das wäre das Ziel. Ach du grüne Neun, das Ziel kommt noch. Wenn wir das hier überlebt haben. Okay. Wollte erst warten, aber ich dachte, ne, wir gehen ins Ziel. Top. Und jetzt sind wir im Halbfinale. Müssen wir natürlich schauen. Das haben wir aber auch schon mal gespielt, die Runde. Die ist gar nicht so. Mein Gott, habe ich Glück, dass ich nicht runtergefallen bin. Oh nee, Checkpoint aber geholt. Das war glücklich. Ich bin sogar wahrscheinlich ein Stück nach vorne gekommen. Aber ich check nicht, diese Teile bewegen, haben sich doch mal schneller bewegt, oder? Diese gelben. Ja. Nein, nein, es war so dumm. Es qualifizieren sich nur 8. Letztes Mal bin ich. Nein, nein, was mache ich denn? Letztes Mal bin ich, glaube ich, genau bei der hier auch rausgeflogen. Also hab's nicht ins Ziel geschafft. Okay. Hier vorne wird's, glaube ich, nochmal übel hart, ne? Ne. Ich hab Angst. Und wir beide schaffen ein Ziel. Jawohl, qualifiziert fürs Finale. Und jetzt sind wir im Finale, spielen irgendwas mit Monument. Ich glaube, ja, es ist das, wo einer am Ende Krone greifen muss wahrscheinlich. Also so eine Runde. Und wie konnten die mich gerade alle überholen? Wie kann das sein? Okay, da haben wir den besseren Weg hoffentlich gewählt. Der kennt den Weg schon auswendig gefühlt. Das kann ja nicht wahr sein. Hier ist es OP, sich hochwerfen zu lassen. Man muss sich hoch. Nee. Ich dachte, man muss sich hochwerfen lassen. Muss man aber nicht. Nee, ich bin immer noch hinter dem. Es kann nicht sein. Ich hatte ihn kurz auch schon überholt. Nein. Hau das runter. Hau ich runter. Was? Wieso braucht denn das Teil so lange? Ich dachte, das kommt übel schnell. Hätte ich auch noch weiter rennen können. Aber leider nur dritter Platz. Ja, Leute. Das waren auf jeden Fall spaßige Runden. Bisschen blöd waren die Verbindungsabbrüche. Sonst aber hat es übel Bock gemacht. Wir sind ins Finale gekommen. Bei beiden Modi hat übel gebockt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.